Ist alles solide. Wir kriegen genug Schaden rein, glaube ich. Das kriegen wir hin, Leute. Wir gewinnen das. Wir müssen das gewinnen. Hey Leute, Valo hier. Willkommen zu einer weiteren Folge von Clash Royale. Heute mit einem neuen Format. Und zwar dem Format Handicap Wins. Da hatte ich schon eine Folge zu aufgenommen. Aber die Folge war so schlecht, meiner Meinung nach, dass ich das einfach nicht raushauen wollte. Und deswegen machen wir jetzt hier nochmal eine neue erste Folge davon. Im Video, was gestern kam, habe ich jetzt sehr solide 3 Wins geholt. Und im Video heute wäre ich zufrieden, wenn ich überhaupt einen Win rausholen werde. Denn im Format Handicap Win geht es darum, dass ich 3 Spiele spiele. Und wie der Name schon sagt, muss ich von diesen 3 Spielen bestenfalls alle gewinnen. 1 gewinnen wäre schon okay. Und es gibt Handicaps. Und diese Handicaps sind nicht nur in-game gestaffelt, also zum Beispiel spielen mit diesem Team hier und versucht zu gewinnen. Sondern die können auch in echt sein. Zum Beispiel, immer wenn der Gegner eine Einheit setzt, musst du aufstehen und dich im Kreis drehen oder halt sowas. Und da habe ich ein paar sehr coole Ideen, die zumindest meiner Meinung nach sehr cool sind. Und wenn ihr Ideen dafür habt, das Format ist nämlich sehr wichtig, dass ihr Ideen dafür habt, dass es so ein bisschen ein Community-Format ist, dann schreibt mal eure Ideen für irgendwie ein Deck, mit dem ich spielen soll oder irgendwie was im Wheel-Up, was ich machen soll dazu, wenn irgendwie was passiert. Schreibt einfach mal das in die Kommentare und ich bin sehr gespannt auf eure Vorschläge. Ich weiß, dass die Community noch sehr klein ist hier aktuell auf dem Kanal, aber die wird ja hoffentlich bald wachsen und dass wir dann halt so ein richtig geiles Community-Format haben. Und für die erste Folge werde ich mir jetzt ein Deck zusammenstellen, was nur aus Kobolden besteht und mit denen ich gewinnen muss. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob es genug Kobolde gibt dafür. Deswegen ist es da nochmal erschwert. Und damit ich meinen Rang irgendwie auch nicht kaputt mache, lass uns einfach mal ins klassische Herausforderung gehen im Turnier. Ich glaube, das ist sogar perfekt. Wenn ich hier 3-mal verliere, dann bin ich raus. So. Deswegen spielen wir einfach die klassische Herausforderung so lange, wie es geht. Höchstwahrscheinlich werde ich 3 Niederlagen haben und dann raus sein. Und jetzt alle Kobolde, die wir finden, reinpacken. Und erstmal hier, zack. Es wird ein bisschen schwierig, weil es, glaube ich, auch nicht genug Kobolde gibt. Den Sepp kann ich sogar drin lassen, glaube ich, ne? Ich könnte natürlich sagen, okay, ein Skelett war bestimmt mal in seinem früheren Leben ein Kobold. Aber es wäre ein bisschen gemogelt. Deswegen überlege ich jetzt, ob ich den Klonzauber reinpacke oder den Spiegel reinpacke. Und ich glaube, ich wähle den Spiegel. Ja, ich muss ein bisschen hochleveln. Ich muss jetzt ein kleines bisschen hochleveln. Ich habe aber nicht die Kohle dafür. Es ist ein bisschen problematisch. Okay, Level 8 reicht, glaube ich. Hier, die muss auf jeden Fall... Ich glaube, Level 8 muss schon zumindest drin sein. Ich level jetzt ein paar Karten hoch, die ich nicht so oft spiele. Das ist natürlich klug. So, Level 7 reicht hier, glaube ich. Oh Gott, ich habe so viel Geld jetzt ausgegeben. Ich hatte 8000, die ich hart in mir erspart habe. Ich habe die jetzt einfach ausgegeben für diese Challenge. Aber lass uns einfach spielen in der ersten Folge von Handicap Wins mit der Kobold Challenge. Ich muss versuchen, im Turnier möglichst weit zu kommen. Bestenfalls einen Sieg zu holen. Bestenfalls 2 Siege zu holen mit einem Kobold-Deck. Das kann man ja nicht nur Zap-Bait-Deck nennen. Es ist einfach nur Zap-Bait. Ich meine, das ist ja nichts anderes. Okay, werfen wir mal das Kobold-Fass einfach nur random und gucken, was er macht. Wenn er zappt, dann kann ich hier direkt noch ein Kobold-Fass werfen. Er zappt es, ich werfe direkt noch ein Kobold-Fass. Ich werfe jetzt die Kobold-Gang. Und das war's schon. Er wird mich jetzt wahrscheinlich kaputt waschen. Und er wirft einen Feuerball. Okay. Habe ich nicht gedacht. Das war auch schlecht gesetzt von mir. Müssen wir auch ganz ehrlich sagen, es war super schlecht gesetzt von mir. Weil, wenn er einen Holzstamm gehabt hätte, hätte Holzstamm einfach ganz durchrollen. Oh, Level 2-Karte. Er hat eine Level 2-Karte. Das heißt, ich habe Chancen. Das heißt, dass ich noch nicht verloren bin. Okay, jetzt machen wir mal die Kobold-Hütte. Oh nein, Elektromagie könnte mein Untergang sein. Der könnte mein Untergang sein. Oh, der voll. Nein. Ich nehme alles zurück. Der hat den Turm an. Okay. Gut. Okay, nein, das ist so schwer. Das ist so schwer. Ich weiß halt nicht, was ich machen soll. Okay. Jetzt machen wir mal die Gang. Ja, ich habe halt nichts, um richtig Splash-Damage abzuwehren. Deswegen ist die Challenge schon echt eine schwere Challenge. Okay, er zappt. Und wenn er jetzt einen Feuerball einsetzt. Dann hat er ja viel in der... Okay. Weil der Feuerball kostet ja 4 und das... Also, value-mäßig war es nicht schlecht von mir. Ich kann echt nur hoffen, irgendwie Schaden zu machen. Oh Mann, er ist halt echt gnadenlos. Er ist echt gnadenlos. Okay, wir haben einen Turm kaputt gekriegt. Das ist sogar gar nicht schlecht. Das ist ohne Witz ganz okay. Ja, Buddy, dein Friedhof bringt dir überhaupt nichts. Friedhof ist so... Ich hau einfach jetzt raus. Okay. Ich kann es halt nicht verteidigen. Ich kann halt Splash-Damage nicht verteidigen. Mein Team ist schwach gegen Splash-Damage. Und was hatte mein Gegner? Nur im Deck. Der hatte nur Splash Damage. Also seine Elektromagier greift mehrere Einheiten an. Sein Magier greift mehrere Einheiten an. Seine Hexe greift mehrere Einheiten an. Sein Eismagier greift mehrere Einheiten an. So, das war der schlechteste Gegner, den ich für die Challenge hätte haben können. Ich finde aber, wir haben einen Turm kaputt gemacht. Damit bin ich zufrieden. Wir spielen jetzt weiter. Wir werden in dieser Challenge irgendwas reißen. Ich freue mich am meisten so auf diese Real-Life-Challenges, die ich vorhab. Und ich glaube, die werden sehr lustig. Kann natürlich auch super schlecht werden, das Format. Aber ich glaube, es ist sehr lustig wird. Gibt natürlich kein Versprechen, dass es lustig wird. Okay, ja, kein Problem. Seppen, weiß ich nicht, was ich seppen soll. Ah, okay, das ist jetzt schlecht. Ich muss ihn ein bisschen an den Turm rankommen lassen. Und jetzt kann ich draufhauen. Okay.
So, ich kann halt nichts dagegen richtig machen. Sobald er gegen das Splash-Damage im Team hat, ist es halt ein... Oh. Ich glaube, er hat alles rausgehauen. Kann ich jetzt theoretisch... Kommen die durch? Nee. Nicht so geil. Aber ich habe hier noch eine Kobold-Gang. Ich habe hier noch eine Gang am Start. Oh, die verteidigt er gar nicht richtig. Sehr gut. Ich weiß nicht warum, aber ich mache gerade super viel Druck. Ich habe keine Ahnung, warum er es zulässt. Aber ich mache gerade mega viel Druck. Okay. Ich setze mal die Kobold-Hütte. In der Hoffnung, dass der Dunkle Prinz... Der Dunkle Prinz sieht ja aus wie seine einzige Karte mit Splash-Damage. Deswegen hoffe ich, dass der Dunkle Prinz das so ein bisschen abfängt. Also ich meine natürlich, dass die Kobold-Hütte das so ein bisschen abfängt. Okay, er hat noch die Princess. Aber es klappt. Es klappt. Der Dunkle Prinz ist nicht durchgekommen. Das hat zumindest geklappt. Bin ich zufrieden mit. Damit bin ich zufrieden. Okay. Was machen wir denn jetzt? Ich brauche mal ein bisschen Splash-Damage. Das ist Splash-Damage. Ich brauche mal ein bisschen Damage. Okay, warte, bis er den Turm angreift. Also die... Oh, okay. Kriegt es kaputt? Oh, komm! Okay. Kaputt gegangen. Perfekt. Ja, der Turm links ist fast kaputt. Aber dafür ist sein Turm auch rechts fast kaputt. Also das Match hier können wir gewinnen. Das ist halt das Spannende gerade, dass wir das hier tatsächlich gewinnen können. Mit ein bisschen Glück. So, okay. Okay, wir haben einen Turm kaputt gemacht. Wir haben einen Turm von ihm kaputt gekriegt. Das ist awesome. Das ist awesome. Okay. So, okay. Kobold-Hütte. Sehr gut, ich hab die Kobold-Hütte an. Perfekt. So. Kriegt sie kaputt. Perfekt. Alter, wir führen gerade. Wir können das holen. Oh. Okay, wir 7 HP. Ah, okay, ist down. Wir können es trotzdem holen. Wir sind nicht chancenlos. Das ist das Geile. Dass wir nicht chancenlos sind gerade. Dieses Match hier ist eigentlich das Match, was wir gewinnen können. Müssen. Wir haben nur eine Chance. Wir müssen das gewinnen. Okay. Das jetzt ist es. Aber zumindest unentschieden. Nee, keine Ahnung. Wir gewinnen das. Versprochen, Leute. Das hier wird was Großes. Ja. Wir machen viel Schaden. 1300. Den kriegen wir. Den kriegen wir, Leute. Ah, nicht gut. Oh, auch nicht gut, Alter. Kriegen wir ihn trotzdem? Okay, die Princess ist down. Oh, scheiße. Komm. Ja. Okay, gut. Ich meine, die Bombe kam an den Turm. Aber es ist alles solide, Wir kriegen genug Schaden rein, glaube ich. Das kriegen wir hin, Leute, wir gewinnen das, wir müssen das gewinnen, come on. Okay, er weiß, dass der Dunkle Prinz scheiße ist gegen mich. Oh nein, er hat zu viel raus, Wir müssen jetzt pushen, das kriege ich nicht verteidigt sonst. Fuck, das hätten wir gewinnen können. Ja, ich war zu überfordert, weil ich dachte, meine einzige Chance war zu gewinnen. Weil jetzt der Dunkle Prinz links, er hatte rechts einen dummen Ballon, den ich nicht verteidigen konnte. Oder zu dumm war, den zu verteidigen. Ich wollte es links durchpushen, aber ich habe es nicht hingekriegt. Scheiße, komm mal, Finale. Wir gewinnen das jetzt. Ich will die erste Folge von Handicap Win gewinnen. Es kommt so krass auf das Deck vom Gegner an, aber ich glaube, wir können das gewinnen. Meine Level sind ja auch relativ niedrig. Ich glaube, wir können das gewinnen. Seppt er's? Nope. Okay, das war jetzt schlecht gespielt von mir. Aber wir können trotzdem, glaube ich, die alle kaputt machen. Wir können das, glaube ich, trotzdem kaputt kriegen. Ja, okay. Die Kobold-Gang jetzt war schlecht. Die wäre zu schlecht. Wenn er einen Holzstamm hat, whip. Er hat keinen Holzstamm, perfekt! Drauf! Yeah, er hat einen Holzstamm, aber er hat zu spät eingesetzt. Oh Gott, das ist riesig! Wir führen. Also vom Schaden her führen wir. Mehr Schaden. Okay, es läuft gerade ganz okay. Ich bin gerade sehr, sehr angespannt, weil wir jetzt nicht gewinnen können. Come on! Nur mit dem Kobold-Deck gewinnen. Das kriegen wir hin. Das können wir hinkriegen. Come on. Oh, er setzt eine Pumpe raus. Okay, come on. Komm, setz doch deinen Holzstamm. Ich weiß, dass du es aussetzen willst.
Setz deinen dummen Holzstamm aus. Oh, wir machen so viel Schaden, wir machen so viel Schaden. Ich muss echt auf den Holzstamm achten. Das ist das Problem. Wir haben natürlich jetzt hier viele Kobolthütten, aber es ist natürlich nutzlos. Kobolthütten bringen ja nichts. Okay. Ich meine, die bringen schon was, die sind jetzt echt nicht schlecht. Oh, okay. Jetzt haben wir vielleicht ein Problem. Aber zumindest den Turm da oben kriegen wir vielleicht kaputt jetzt. Okay. Nope. Aber was machst du jetzt? Oh, nein, 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 nein. Okay, fuck. Der Golem ist kacke. Der Golem ist kacke. Das kriegen wir aber, glaube ich, verteidigt. Nein, wieso gehst du zu dieser Seite? Okay. Das kriegen wir aber trotzdem, glaube ich, verteidigt. Ich glaube, wir kriegen das hin. Ich glaube, wir kriegen das hin. Ich glaube, wir können das hinkriegen. Fuck. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Ah, nicht gut, nicht gut. Okay. Er haut direkt noch einen Push raus. Ja, ich muss ihn mit der Kobolthütte ein bisschen weglocken. Ich muss ihn ein bisschen weglocken. Und mach ein bisschen Druck. Er hat zwei Golems. Holy fuck, er hat zwei Golems gespielt. Das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt, dass noch ein zweiter Golem auf einmal gekommen ist. Alter. Alter, 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 Alter. 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 Fuck. Nein, Alter. Oh, das war so... Wir hatten ein... Okay, das erste Spiel hatten wir keine Chance. Das zweite hätten wir gewinnen müssen. Und beim dritten hat der dumme Golem... Oh, scheiße. Was kriegen wir wenigstens als Belohnung für die erste... Was kriegen wir für unsere Mühe? Wir kriegen Gold, Königsriesen und eine Kanone. Okay. Das Ärgerliche ist, ja, hätte ich mich selbst belogen, ich gesagt, okay, ein Skelett ist auch ein Kobold, hätte ich ja bestimmt das Riesenskelett im Deck gehabt, dann hätte ich wahrscheinlich mehr Chancen gehabt. Ey, das zweite Mensch, das ärgert mich so. Das ärgert mich so richtig. Ich hätte vielleicht einen anderen Zauber reinpacken. Mann, das ärgert mich. Ah, ich hätte das gewinnen müssen. Ich habe die... Okay, die erste Folge von Handicap Win ist eher Handicap Lose. Ich habe verloren. Ich... Oh, das ärgert mich. Oh, das ärgert mich. Aber wie gesagt, wenn ihr coole Ideen für eine Challenge habt, dann schreibt ihr mal in die Kommentare. Und dann werde ich das in der nächsten Folge ausprobieren. Wie gesagt, ihr könnt auch irgendwie Real Life irgendwie sagen, keine Ahnung, musst immer ein Stück Wasser trinken, wenn irgendwas passiert oder so. Halt irgendwas Lustiges. Ihr seid ja bestimmt kreativ genug, dass euch was Geiles einfällt. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Wenn euch das gefallen hat, klickt jetzt mal hier auf die Playlist, die verlinkt ist. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao.